Herzlich willkommen, Leute, zu einem kleinen Special. Ja, ich bin wieder da. Erstmal ein kurzes Statement. Ja, ich konnte nicht uploaden, weil ich PC halt nicht mit hatte. Ja, weil ich einfach mal so drei Wochen ohne PC. Vier Wochen ohne PC, das ist doch schon mal ganz was. Dass das einmal auch ab und zu mal gut tun kann. Danach hier. Wie ihr schon seht, Trakensang online. Ich weiß nicht. Also, erstens mal die erste Sache. Ich weiß nicht, ob ihr es erfahren habt. Aber. Raiden Labs ist Konkurs, glaube ich. Oder sowas ähnliches. Und jetzt gibt's, hat da halt, wie man hier unten sieht, bigpoint.com hat das übernommen. Und hier könnt ihr euch registrieren, kann ich sagen, ne? Für Drakensang Online, das Fantasy Free-to-Play-Spiel. Ja. Ja, ihr könnt verschiedene Sprachen, ihr könnt fast alles. Das Drakensang Online befindet sich momentan in der Closed Beta Version. Das heißt, man kann schon mal spielen. Aber, ich zeig da mal ein paar Bilder. Also, jetzt mal eine Sache. Vielleicht kennen ein paar von euch Diablo. Diablo finde ich eigentlich gar kein so schlechtes Spiel. Ich schließe das mal. Aber, jetzt mal, wenn ihr total Drakensang-Fan seid, sagt, ja, ich habe Drakensang und am Fluss der Zeit und Phidias ins Geheimnis gespielt. Und dann seht ihr das, dann seid ihr grauenhaft enttäuscht. Ich habe mich noch nicht restigriert. Ich weiß gar nicht, ich als eingefleischter Drakensang-Fan bin enttäuscht. Ich habe nicht gedacht, dass es so weit kommt, dass Big Point so tief sinken kann. Das ist eine einzige Vermischung aus Diablo und Drakensang und das passt einfach irgendwie nicht zusammen. Nein, jetzt wirklich. Jetzt mach mal Strich. Ich kann hier sonst noch zeigen. Ja, eben, wir sind alles aus dieser Perspektive. Man sieht, es ist alles in diesem ordinären Free-to-Play-Spiel. Nur noch Aventurien ist halt Aventurien, aber das Spiel hat keinerlei Grafikstile oder keinerlei typischen Namen oder es hat nichts mehr sehr viel gemein mit Drakensang. Man kann auch jetzt auf viel mehr Stufen aufsteigen, aber ich finde das irgendwie, es hat einen bestimmten Drakensang-Reiz verloren. Ich weiß auch nicht, ob sie noch was Neues dazu gedichtet haben. Aber das hat wirklich, da bin ich, Halsmaul. Da bin ich jetzt eigentlich enttäuscht, wirklich. Ihr könnt euch da registrieren. Ich denke, für Fans von Fate und Fans von Diablo und Fans von Drakensang ist das gut. Da ich aber nicht Diablo-Fan bin und auch nicht Fan von so ordinären Free-to-Play-Spielen, würde ich euch von diesem Spiel eher abraten, wenn ihr nicht wirklich so ein Free-to-Play-MMORPG bla 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 bla. Wie ihr seht, 5 Karate haben sich einfach auf sich zukommen lassen, das mit Big Point. Aber wenn es euch gefällt, na bitte, mir gefällt es einfach nicht. Irgendwie. Ich weiß nicht, also ich zwinge mich schon fast das fast mal auszuprobieren, weil ich so ein Drakensang-Fan bin. Aber da haben sie jetzt ein wenig daneben gegriffen. So, das mal als erste Sache. Danach die Auswertung von dem Voting. Es waren ja Minecraft und The Traitor's Owl und The Force Unleashed. Minecraft, hey, jetzt mach mal einen Strich. Das Spiel spielt sowieso jeder und da wäre es sau ordinär, wenn ich das jetzt auch noch spiele. Hoffentlich habt ihr es kapiert. Also, ja, es nützt dann nicht, mich jetzt da noch anzufragen, wegen, mach doch gleich Minecraft, ist das total egal, ob die anderen machen. Nein. Dann, The Traitor's Owl. The Traitor's Owl haben viele von euch nicht gut gevotet. Ich zeig das mal. Oh nein, ich hab den Moderator schon weggemacht. Auf jeden Fall, ja. Danach,
war noch The Force Unleashed. The Force Unleashed kann ich momentan nicht spielen, weil es Grafikschäden hat, es extrem laggt und ich habe alles ausprobiert, aber es geht nicht. Dafür haben jetzt da die drei Spiele, die ich hier bei dem 15 Abo Special gemacht habe. Drakensang hat gewonnen. Daher wird es ein großes Let's Show geben zu Drakensang, halt im Allgemeinen. Ich weiß noch nicht, wie genau. Ich habe jetzt mehrere Helden. Ich habe noch einen Zwergenheld und nochmal einen anderen Elfenheld. Und dann habe ich noch einen Thulamidischer Held, mit dem ich eigentlich das Let's Play machen wollte. Ich werde dann auch zeigen. Dann Tool 2 Castle Defense ist an zweiter Stelle. Nämlich von Sprite Let's Play hat da sich für das Let's Play eingesetzt und daher wird die Arena kommen. Siberia 2 mag niemand, aber das ist auch keine so große Überraschung. Das Spiel kann manchmal langweilig sein. Also das erste Mal, als ich gespielt habe, habe ich gedacht, ein wenig langweilig. Aber ich lade es trotzdem fertig hoch. Ich mache keine halben Sachen. Ja, das mal so. Und dann ist da natürlich die Schlacht um Mittelerde 1 mein jetziges Let's Play. Ja, das war's schon eigentlich schon so ziemlich. Und daher werde ich mal stoppen. Oh, tschüss Leute. Man hört von mir. Tschüss.